So wie ich es vorhabe. Ich möchte ja alle Sterne und alle Stempel bekommen, wenn es denn geht, wenn ich es denn schaffe. Also bis jetzt Glück gehabt. Und alles gut, bin ich überhaupt einmal gestorben, nur einmal bei einem Wasserlevel vorher. Sonst nicht. Wunderbar. Ja, die Miiverse-Funktion, das weiß ich, die lasse ich jetzt mal aus bei dem. Nein, möchte ich jetzt in diesem, bei diesem Spielstand nicht haben, irgendwelche Geister. Die stehen dann hier rum und dann kann man halt mit denen reden und chatten und hast du nicht gesehen. Aber im Let's Play bietet sich das jetzt nicht so an. Hier braucht man übrigens 15 Sterne. Tada! So. Der Level ist, ja, der Level ist knifflig. Das kann ich schon sagen. Wir gehen mal kurz hier hin. Weiß ich gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Ach ja, da gibt's einfach nur einen Stempel. So, das war's. Ist jetzt nichts Besonderes. Kann man sich einfach einen Stempel abholen und gut ist. Und dann verschwindet das Teil auch. Also das ist jetzt kein Level gewesen. Aber was soll's. Trotzdem nett, dass man auch mal einen Stempel so bekommt. Hier schalten wir einfach nur diesen Bonus hier frei. Ich glaube, das ist ein Pilzhaus. Oder ein Automat, aber ich glaube, es ist ein Pilzhaus. Aber den Level hier finde ich sehr cool gemacht. Der ist richtig cool. Ja, unterirdische Schattenspiele. Das ist wirklich... Da spielt man natürlich mit der Technik. Hier sieht man schon so, worauf es... Ja, Nintendo hier anlegt. Die Pflanzen hier schlafen. Die sind nicht gefährlich. So, wenn man Wissen macht, dann... So, hier hat man das. Und hier habe ich erstmal blöd geguckt. Weil ich denke, hey, da ist so ein Stern. Wo ist denn der Stern? Der ist einfach ein Stück hier hinter. Und wirft halt nur den Schatten. Ich finde die Art von Level so cool. So, die können wir nicht kaputt hauen, glaube ich. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, das geht nicht. Weil die voller Stacheln sind. Hier, die ist auch Mist. So, die bespucken uns. Das ist nicht so witzig. Ja, spuck, spuck, aber nicht mich an. Danke. So, hier hoch. Ja, bitte alle Mützen mitnehmen. Nichts verkommen lassen. Oh ja. Boah. Einmal geht noch. So, die Hälfte haben wir. Hier gibt es auch sonst nichts, nur diesen Stern. Und hier, das ist auch richtig cool. Die schläft. So. Und da hat man gesehen, diese Silhouette, dieses Schatten von dem ganz, ganz alten Mario. Super knuffig. So, hier habe ich auch gerätselt. Wie komme ich hier rein? Man kann es einfach kaputt schlagen, weil das sind Kisten. So kommt man an den Stempel. Sehr schön. Hier geht es dann durch die Tür. Finde ich gut gemacht, wirklich. Den Level finde ich wirklich sehr gelungen. So, hier, das kann man auch kaputt schlagen. Da ist ein Würfel hinter. Und natürlich, du hast 10 Sekunden Zeit. Und siehst dann durch den Lichteffekt, dass hier der Stern drin da ist. Da spielen sie halt wirklich mit dem Schatten und das... auch sehr gut. Und hier natürlich weitergehen. Nicht gleich durch die Tür. Und da fürchtet sich der arme Toad vor Bowser. Und wir können es schon erahnen. Das ist kein echter Bowser. Ja, den können wir einfach umschubsen. Da freut sich der Toad und gibt uns den letzten Stern. Herrlich. Und dann war es das auch schon. Hier geht es dann hoch. Wenn wir nicht Katzen-Mario sind, einfach durch die Tür. Hier kann man, glaube ich, auch noch hoch. Genau, da gibt es noch ein paar extra Münzen. Kann man ja mal mitnehmen. Wieso nicht? Und hochklettern. Zack. Auch diesen Level haben wir gemeistert.
Das sieht jetzt alles einfacher aus, als es beim ersten Mal durchspielen ist. Das kann ich euch versprechen. Ich bin beim ersten Mal des Öfteren gestorben, irgendwo runtergeflogen. Und da musste den Level 4 bis 5 oder 6 Mal machen, bis ich wirklich jeden Stern hatte. Also manche sind richtig fies versteckt noch. Da gibt's schon welche, die waren schon ein bisschen fieser versteckt. Aber da gibt's noch einen, besonders einen Stern, der richtig fies ist. Wir gehen natürlich auch in den Level hier rein. Und der ist richtig cool, den spielt man am besten über dieses Gamepad, weil man da den Touchscreen braucht. Hier wird es dir schon angezeigt. Du kommst hier natürlich auch mit Katzen-Mario hoch, aber wenn du auf dem Touchpad, das seht ihr jetzt nicht, einmal auf diese Plattform hier drückst, nicht auf das Zeichen, sondern auf die Plattform, dann wird man nach oben geschleudert. Mehr oder weniger geschleudert, aber das wird gleich noch etwas interessanter, weil man ja mit Steuerung und Touchpad und alles ein bisschen variieren muss. Jetzt kommt schon ein Stern, der ein bisschen sehr fies versteckt ist, wo ich auch nicht drauf geachtet habe, ehrlich gesagt. Hier kann man übrigens drauf tippen, dann kommen da lauter kleine raus und wenn man pustet, ja, dann fliegen die durch die Gegend, wenn man in das Pad reinpustet. Finde ich auch sehr cool. Sehr lustig eigentlich. Da toucht man da einmal drauf und zack, 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 zack. Und dann fährt es wieder runter und der Goomba verschwindet mit. Und dann gibt es noch hier die Plattform. Natürlich auch, machen wir auch auf. Und sammeln die aber nicht ein, sondern lassen uns einfach fallen. Warum nicht? Denn hier unten ist der Stempel. War gar kein Stern, war ein Stempel. Mit Katzen-Mario geht das natürlich und sonst macht man einfach so. Auch kein Problem. Der Stempel ist nämlich da unten versteckt. Ganz fies finde ich das, weil da achtest du doch nicht drauf, ey. Das ist doch ehrlich voll gemein. Aber ja, und das ist halt jetzt mit Zeit. Ich muss immer drücken, springen, drücken, springen, drücken. Am besten auch treffen, springen. Ist wirklich sehr funny, das Ganze. Ja, jetzt muss ich kurz warten, weil ich schon einen Fehler gemacht habe. Das muss erstmal wieder zurück. Dann holen wir uns nämlich den wieder raus. Die beiden holen wir uns auch mal raus. Das dahin. Und jetzt können wir mit dem Walljump einfach mal da dran. So, jetzt lassen wir uns runterrutschen. Und holen uns... Ah! Nö. Ah, egal. Ups, jetzt habe ich die Kamera verdreht. Das wollte ich gar nicht. Ja, was soll's. Wir können ja... Nee, können wir doch nicht. Ja, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, warum die Kamera sich verdreht hat. Aber das ist ein ganz cooles Spielfeature. Ja, wenn man nicht so Wurstfinger hat, dann ist das super, weil dann klappt das auch. So. Da haben wir die Hälfte. Dann kann man hier noch drunter. Dann kommen die Münzen raus. Hier gibt es aber, glaube ich, sonst nichts. Jetzt wieder kurz pusten. So, dann sind wir da oben. Ich glaube, ich hätte da hochklettern können. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, hier muss man auch pusten. Pustet man nochmal, verschwinden die. So, kann man hier drauf. Ah, nee, da ist, glaube ich, auch wieder irgendwas. So, dann einmal pusten. Ventilator wechseln. Und ab in the heaven. Da müsste es wieder einen Stern geben. Ja, ja, ich weiß, ich bin langsam heute. Aber macht ja nichts. Schaffen wir schon noch. Super Sache, den nächsten Stern. Der letzte Stern, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Ja, danke. Mit dem Katzen-Mario finde ich das bedeutend einfacher.
Ach so, ach so, ach so, ach so, Moment. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir uns einfach fallen lassen können. Nee, boah, bin ich doof. Bin ich doof. Habe ich nicht dran gedacht, ja. Kann passieren. Genau, uns fehlt ja hier. Ach ja, gut, wir sammeln jetzt natürlich Münzen ein. Weil ich möchte meine Leben, die ich verliere, gerne wieder zurückbekommen. So, wenn ihr mich pusten hört, ist das natürlich wegen dem Pet. So, das ist die... Moment. Hier ist natürlich was zum Drunterspringen gewesen. War da nicht noch was? Nee. Schön zu mir kommen, danke. So. So. Ah ja, das Stückchen ist jetzt nicht so wichtig. Zack, zack, zack. So. So müssen wir das machen. Ach du Kacke. Habe ich jetzt einen Stern vergessen. Das war natürlich nicht so schlau. Komme ich da jetzt nochmal zurück? Eigentlich schon, oder? Ja, wir müssen doch nochmal in den Himmel. Ich dachte gerade, das habe ich ja schon gemacht, aber ich bin ja danach gestorben. Jawohl und das. Yay. Eigentlich ist das auch nicht, ist das auch kein schwerer Level. Ich habe jetzt halt ein bisschen mich doof angestellt, aber ja, passiert. Passiert, passiert, macht nichts. Bumm, ja, daneben. Auch nicht so, so schlimm. Ich hoffe, das geht jetzt nicht rein. Ja, das war eh falsch. Voll doof. Jetzt muss ich kurz warten. Aber. Jetzt gehen wir hier hoch. Wir wollen natürlich versuchen, oben dran zu springen. Wird nicht klappen, weil ich zu langsam war. Aber ja, man kann auch unten her auf Nummer sicher gehen. Und ja, dafür braucht man halt das Pad. Ohne Pet geht nicht. Kann man nicht pusten, kommt man nicht weiter. Aber da das Pet eigentlich auch gut in der Hand liegt, auch vom Gewicht her eigentlich, gibt es da nichts auszusetzen. Ist nicht viel schwerer als andere Controller. Da geht das schon. Also ich würde sagen, wir machen die Session bis zur nächsten Welt, sage ich mal. Also wir müssen jetzt noch hier hin. Na, dann gibt es da noch ein paar Welten, ein paar Level. Ah, hier, genau. Hätte ich ja fast vergessen. Da gibt es auch noch ein Leben auf der Oberwelt. Also wenn wir das Schloss hier geschafft haben, dann würde ich sagen, ist die Session vorbei. Ja, dann verabschiede ich mich erst. Weil ich habe einfach zu viel Lust auf dieses Spiel. Und diese Lust muss gestillt werden. Da wir ja ein bisschen klein sind, gehen wir jetzt erstmal hier rein. Da gibt es ein Pilzhaus. Und das nutzen wir natürlich mit den großen Paketen. Bringt einfach mehr. Und wir nehmen Katze, weil die andere Katze haben wir schon. Ich mag diesen Katzen-Mario, weil es auch insgesamt am einfachsten ist. Das muss man auch mal sagen. Ich finde, das ist mit dem Katzen-Mario mit am leichtesten. Klar, Feuerblume. Es gibt auch Level, wo das klar besser ist. Aber, ja, der Katzen-Mario ist schon sinnvoll. So, diese Walzenwelt.